Ja, von der Optik und auch von der Musik kann man sagen, geht es eindeutig ein bisschen in die Vergangenheit. Und ich denke, die erste Assoziation bei der Stimme und ein bisschen auch bei dem Sound ist natürlich Amy Winehouse. Hä? Nee, das war jetzt, der Gegenhuster. War das tatsächlich der Gegenhuster? Du sagst nee, absolut nicht. Ja. Ich sag auch nee. Ich sag ja. Sehr gut. 2-2. Und das nächste Thema. Sehr gut. Das ist ein bisschen, wir machen jetzt nur noch so eine Abstimmsendung. Okay, nee, ach so, ja, bitte. Warum nicht? Hä? Nee, weil sie sowas, sie hat sowas Quäkendes und Amy Winehouse hat Amy Winehouse hatte auch was Quäkendes. Nein. Okay. Ja, aber, viel dunkler und rauer. Amy Winehouse war eigentlich eher in dem Sinne eher eine Soul-Sängerin und sie ist doch etwas ja, artifizieller, um es mal so auszudrücken, auch vom ganzen Ansatz her irgendwie. Also ich, das ist zum Beispiel ein Album gewesen, das ich mir nicht im Stück anhören kann, beziehungsweise irgendwie auch viele Songs darauf, irgendwie die, wo man zwar merkt, irgendwie mit Liebe zum Detail produziert, bla bla, aber es sind nur wenige einzelne Songs irgendwie, die wirklich herausragen und die ich dann aber wirklich auch komplett oft gehört habe. Dazu gehört nicht dieses Stück, sondern diese Ballade Don't Break My Heart, die finde ich wirklich ganz, ganz großartig. Ansonsten, das Thema des Albums ist ja irgendwie, das ist, darum heißt es ja The Big Picture, dass es von irgendwelchen Filmen der Vergangenheit inspiriert worden ist. Ja. Offensichtlich alles Filme, die ich selber nicht gesehen habe. Von daher konnte ich da irgendwie selber für mich keinen Bezug aufbauen. Aber ich denke mal, es ist auch nicht als Konzeptalbum geplant. In Etappen genossen, okay, aber als Gesamtwerk irgendwie für mich irgendwie nicht komplett überzeugend. Mhm. Tiger, was meinst du? Ich habe einen genau entgegengesetzten Eindruck. Ich finde okay. Das Album an sich gerade sehr geschlossen, gut durchzuhören. Ja. Da geht ein roter Faden durch, auch wie es arrangiert ist, wie es produziert ist. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, das ist wahrscheinlich genau der Punkt, der so ein bisschen, da kommt der Geschmack ins Spiel. Ja, okay. Es gibt wenig Spannungsbögen, kann auf und ab. Das ist schon eine Platte, die man, finde ich, zu Hause hören kann und die geht so, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang sie ist, 40, 50 Minuten gut durch. Mhm. Ich finde sie auch weniger jazzig. Obwohl natürlich so von der Phrasierung kommt das so ein bisschen daher, so ähnlich wie man Nina Simone auch nicht unbedingt bei Jazz oder bei Soul einordnen kann. Und diese Assoziation mit Amy Winehouse hatte ich auch, weil einfach die Tonalität oder die Stimmlage sehr, sehr nah ist. Sie ist auch so ein bisschen brüchig, ein bisschen rau, die Stimme. Obwohl das natürlich eine ganz andere Nummer ist. Ja, ja. Auch das ganze Backing ist natürlich was anderes. Das ist also eher so geschmackvolle Musik mit großer 60s-Nähe. Hätte auch Burt Bacharach produziert haben können. Mhm. Die Songs hätte er nicht schreiben können. Aber so das Ganze drumherum, das ist schon sehr edel, es ist sehr tasty und geschmackvoll. Und Jazz ist ja ein viel beschworener Begriff seit Norah Jones und hat mit Jazz nicht viel zu tun. Genau, also so eine Jazzart, der man anmerkt, es kommt vom Jazz, aber es ist eigentlich mehr es Pop. Es gibt viel davon, muss man sagen. Aber ich finde, sie hat eine ganz interessante Stimme. Ich kann aber auch verstehen, die Leute, denen die Stimme auf den Nerven geht irgendwann, weil sie hat auch dieses quäkende. Ich finde es tatsächlich auch, also ich würde sogar sagen, ich bin jetzt auch nicht jemand, der, ich kann sie gut durchhören, aber ich muss es nicht unbedingt. Also ich habe auch so das Gefühl, dass bei mir so 2, 3 Stücke sind, wo ich dann so einfach zumindest aussteige und sage, ja, das reizt mich jetzt nicht so. Aber es sind, finde ich, eben auch ein paar Highlights drauf. Who's Counting, das letzte Stück, oder Oh My Love, finde ich ganz zauberhaft, das dritte Stück. Was du meintest, You Can't Break My Heart heißt es. Ne? Ja, genau. Genau, ja, ja. Ninja, wie fandst du es? Ja, ich hatte ganz am Anfang gleich das Gefühl, oh nee, das geht gar nicht irgendwie durch dieses Quäkende. Und dann habe ich es aber nochmal versucht und hatte einen ganz anderen Zugang. Also dann fand ich das sehr charmant. Also es ist so, ich finde, das ist so Pop-Vintage. Ja, und es war aber auch ein Gedanke, es gibt schon sehr viel. Ich finde aber ihre Entwicklung erstaunlich. Sie hat ja bei American Idol mitgemacht und dafür jetzt so eine dritte Platte hinzulegen, finde ich wirklich sie ist ein Castingshow-Häschen eigentlich. Und das finde ich schon eine sehr, sehr erstaunliche Entwicklung. Stimmt. Zweites Season auf American Idol. Erstaunlich, genau. Ja. Also das finde ich sehr beachtlich. Ich habe mir dann auch ihre anderen Platten angehört und finde diese ruhigeren Sachen
auch sehr schön. Also sie hat auch ein Duett mit Lyle Lovett gemacht. Okay, ich sehe schon, du hast die gleiche Wikipedia-Seite besucht wie ich. Nein, war nicht Wikipedia. Okay, war es gar nicht? Nee. Naja, da stand da auch alles dran, nee. Dachte ich. Und ich fand auch Oh My Love wunderschön. Mhm. Da singt sie aber auch sehr hoch. Und ich finde, dann verliert sie auch dieses Quäkige. Mhm. Ich finde, sie sollte... Und dann klingt es auch sehr unangestrengt, wie sie singt. Das mochte ich sehr gerne. Mhm. Ich fand aber auch, dass da ein Folkstück drauf ist, dieses All The Way. Das ist ganz toll, das ist nur mit Gitarre begleitet. Mhm. Und ansonsten ist da alles drin, was ich mag. Ne? Also Streicher, altmodische Gitarre, also da sind schon Sachen dabei, die ich mag. Aber ich würde sie jetzt, glaube ich, auch nicht durchgängig am Stück hören. Ja, also da haben wir sie nochmal. Kate Edmondson, The Big Picture, ob man sie jetzt am Stück hört oder einfach mal nur reinhört, glaube ich. Wenn man grundsätzlich auf diese Sachen so ein bisschen steht, auf diese Richtung, eine Empfehlung reinzuhören, ist das, denke ich, was wir hier jetzt gehört haben, auf jeden Fall. Ja.